Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass noch so viele da sind. Ich hätte gedacht, hier stehen am Ende nur noch wenige da. Toll, ich freue mich. Ich stehe hier, weil ich für die entwicklungspolitische Bildung zuständig bin und die Nord-Süd-Themen mein Hauptgebiet sind. Mit den vorgesehenen Schiedsgerichten in den Verträgen von CETA und TTIP werden die Profite von Unternehmen und die Renditeerwartungen von Investoren zum höchsten Gut erklärt, dem sich alle anderen Rechte unterordnen müssen. Dies widerspricht auch evangelischer Ethik. Ein gerechter und fairer Welthandel ist seit Jahrzehnten der Schwerpunkt der Kirchen und Werke wie zum Beispiel Brot für die Welt, das auch diese Demos mit organisiert hat. Insofern betrachten wir alle Wirtschaftsverträge unter dem Blickwinkel, welche Auswirkungen der Welthandel auf die Armen und Ausgegrenzten in unserem eigenen Land und in den Ländern des Südens hat. Deshalb möchte ich heute auch daran erinnern, dass die EU mit afrikanischen Staaten ein Handelsabkommen abschließen wird, und zwar schon am 1. Oktober. Das heißt EPAS, Economic Partnership Agreement. Sie nennen es Partnerschaftsverträge. Unverschämtheit. Mit diesem Wirtschaftsabkommen sollen einige Staaten Afrikas in ein Korsett gezwungen werden, das keinen Spielraum lässt für ihre eigenen Ideen für Wirtschaftskonzepte. CETA, TTIP und EPA drohen die Armut im Süden zu verschärfen und die globale Schere zwischen Arm und Reich zu vergrößern. Exporte billiger Agrarprodukte aus der EU, Kanada und den USA in die Länder des Südens werden zunehmen. Diese können schon jetzt nicht mehr mit den niedrigen Preisen mithalten. Die Industrieländer aber werden den Zugang im Süden noch leichter finden. Hier wird deutlich, dass es bei allen Verträgen um ein Problem globalen Ausmaßes geht, das nicht nur Europa und Nordamerika betrifft. In einer globalisierten Welt sind die unterschiedlichen Problemlagen stets miteinander verknüpft. Das hat sich nicht erst an der sogenannten Flüchtlingskrise gezeigt. Deshalb kann es keine Lösung auf nationalem Weg geben und eine Abschottung erst recht nicht. Die Situation erfordert eine globale Solidarität, damit wir gemeinsam kämpfen können für eine gerechte Gesellschaft jenseits von kapitalistischer Marktlogik. Und noch etwas. Die Verträge sind Ausdruck eines Wachstumsmodells, das schon jetzt verantwortlich ist für die globale Erwärmung, den Rückgang der Artenvielfalt, die Ausbeutung der Menschen und der Natur. Bereits 1972 erlangte der Club of Rome, ein Zusammenschluss von Experten verschiedenster Disziplinen aus mehr als 30 Ländern, mit seinem Bericht Die Grenzen des Wachstums große weltweite Beachtung. Liebe Freundinnen und Freunde, seit 44 Jahren wissen wir also, dass dem Modell des Wirtschaftswachstums klare Grenzen gesetzt werden müssen, um unsere Lebensgrundlagen in absehbarer Zeit nicht völlig zu zerstören. Heute sind sich Expertinnen darüber einig, dass es dafür eigentlich schon 5 nach 12 ist. Was wir dringend brauchen,
sind daher Postwachstumsmodelle. Stattdessen aber werden uns solche vermeintlichen Wirtschaftswachstumswunder vorgelegt. Das ist eine Unverschämtheit. Das dürfen wir nicht zulassen. Stopp CETA, stopp TTIP, stopp EPAS, venceremos!